Und damit herzlich willkommen bei den Bequemfiedern im Community Brawl. Ich bin ein bisschen erkältet und mein Name ist Harte Trumpfel. Ich spiele Poppy, Gecko spielt Trindamer und Migorat spielt Jorik. Wir sind im Noob-Match gegen Zwillis Illaoi, Sivir King Tabu, Lichtbogen Velkos Jesse, Arcade Riven Samrox und Ash Leseratte 2686. Ja. Das ist aber unfair. Du hast jetzt bei ihr die Zahl vorgelesen, bei den anderen nicht. Ja? Das ist noch Shame on you. Ja. Ey, ich bin erkältet. Redet nicht so mit mir. Ja, wenn du nicht so schnell spielst, dann wissen wir ja warum. Achso, was müssen wir denn kaufen? Achso, ja genau. Der Pavel ist auch wieder on und der wird uns diesmal, ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt nicht mehr so die ganz einfachen Champs genommen, sondern es sind schon Champs, die richtig austeilen können. Aber der Pavel sagt uns jetzt, was wir maxen und was wir kaufen. Richtig, der Rumpel darf mit der antiken Münze anfangen. Antike Münze? Okay, dann sag mal die anderen auch direkt danach. Ja, uralte Gecko, Münze. Genau, die uralte Münze. Gecko, du sollst gleich auf Guardians Angel spielen. Nice, Guardians Angel. Und darf ich den nachfüllbaren Trank noch holen oder ist das tabu? Ach, Tränke darfst du dir besorgen. Und was mit dem, Ward-Item? Das auch, ne? Ja. Okay. Nice, ich dachte. Migo, du holst ja jetzt erstes Schuhe. Oh ja! No, das, ist brauch, ja, das ist ja total nice, hör mal. Boah, ich brauch unbedingt neue Schuhe. Ja, wie ja, ihr seht, wir spielen jetzt nicht wahnsinnig einfache Champs. Dafür spielen wir Ultimate Bravery und wie gesagt, der Fabel sagt uns immer schön an, was wir kaufen sollen. Was wird ja, denn zuerst gemaxt? Ach, als erstes maxen, sollst du bitte deine W-Rumpel. Na toll, mit der W kann man auch so viel machen, wenn man alleine unterwegs ist. Ja. Gecko soll bitte sein Verspotten maxen. Oh, das ist ja OP. Der Spot wird richtig langsam sein. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie Jorik funktioniert, deswegen sage ich einfach mal DE. Wird das nicht angegeben bei Ultimate Bravery? Oh, danke, danke! Ja, jetzt habe ich die E schon geskillt. Und Leben bringt bei Jorik. Nein, warum? The order is given. The order is given. Gib bitte Rito die Schuld, die Jorik nie in die Rotation bringt. The order is given. Ich weiß nicht, einer von denen ist nicht ganz schlecht. Ich weiß aber nicht, wer. Den hast du in der Mitte. Ja? Na toll. Na toll. Aber was heißt jetzt maxen? Ich darf schon erst dann Q und E Ja, einmal skillen. Alles durchskillen, aber zuerst die W maxen. Alles klar. Dum. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ach, keine Chance von mir. Ey, der ist voll aggro hier. Die kann ja doch auch irgendwie ranspringen, die Illaoi. Ja, mit der W, das ist eine Autotech, die geht halt ein bisschen höhere Range. Okay. Wollen wir auch nicht. So, jetzt habe ich doch schon hier die anderen Sachen. Ich muss hier nochmal. Wann sollte man 2 gegen 1 gegen 2 fighten? Gar nicht. Nie. Hallo, ich bin Trinder mehr, ja. Who cares? Eine Crit-Auto-Attack und die Sam Rocks. Ja, dafür müsstest du aber auf Crit spielen. Ja, stimmt. Aber ich habe auch meine 30% von Natur aus. Oh Gott, ey. Ich habe hier. Oh, Botlane ist schon Flash raus. Leichte Troubles. Trouble in Terrorist Town. Aber echt, ja. Ganz wichtig, hochskillen heißt auf alle Fälle immer skillen, wann immer es geht. Falls Google das nicht so genau kennt. Oh Gott. Ein bisschen Geld kriegt er durch mal. Die. Boah, ey, der ist aber richtig aggro drauf hier, der Typ. Ich könnte mal einen Gank brauchen von unserem Jungler. Ja, warte. Gecko hat Teleport dabei, dann müsst du es eher machen. Ja, vielleicht sollte ich nochmal für die Zuschauer erwähnen, dass ich nicht die Website aufmache, sondern selber nach eigenem Gusto entscheide. Ach so ist das. Ich wollte schon fast sagen, und hier ist der Itembild. So, ich komm mal mit. Das ist ja fies. Ich dachte, du machst ja ein richtig offizielles Ultimate Bravery. Dabei machst du ein Fabel Ultimate Bravery. Rumpel, deine Musik ist an. Ah ja, stimmt, danke. Aber ich muss doch jetzt hier gerade. Ja, du hattest laut. Nee, komm ich nicht mehr drauf. Hallo, Lane Texas. Ich hab vor allen Dingen auch keinen Heal mehr, leider. Ich hab das zu spät mitbekommen, dass du auch dabei bist. Oh, kriegst du den? Ich hab's doch dreimal gesagt. Ja, ich hab Manometer, Alter. Weil der kurz bei deinen Ohren, ich hatte Fabel den mit der Nase wieder verstopft. Ja. So, vielleicht kann ich den aber gegen die Wand gleich kicken. Bisco, Pongo. Nee, versuch nur einen, dann gibt er Tower.
Ja. Der Rumpel ist übrigens krank. Ja, ich bin krank. Was darf ich als nächstes kaufen nach der uralten Münze oder muss ich die komplett kaufen? Bitte komplett ausbauen. Na toll, zum Medaillon des Nomaden und dann zum Amulett des Aufstiegs. So ist es. Ich dachte, du rennst. Was darf ich mir danach kaufen? Umbrecker. Ich muss erstmal wieder zu klarkommen mit der Poppy. Ich habe die irgendwie ein paar Mal gespielt, bevor das Ganze hier reworked wurde. Und nach dem Rework habe ich die, glaube ich, irgendwie zweimal gespielt. Das wird kein einfaches Match, liebe Leute. Ja, nur gut, dass ich 4 Pots dabei hatte. Anfang an. 4 Pots? Ja. Ich muss ja meine Stoffweste zuerst kaufen. Für den Guardians Angel, was man für das Item ist. So, ich gehe jetzt einfach in den Jungle und farm da ein bisschen. Nee, muss auf deine Land bleiben. Muss ich? Nee. Das ist keine Ultimate Bravery Regel. Soweit ich weiß. Können wir jetzt Bronze oder Ultimate Bravery? Das ist doch vollkommen egal, das ist beides das gleiche. Hier spielt Pavel Bravery. Ultimate Pavel Bravery. Das ist die Ultimate Bronze Superpower Bravery. Holzsex Bravery. So, jetzt kann ich auch schön nach dem Jungle wieder in die Basis gehen und mir erstmal. Kannst du dir eine Münze kaufen? Ja, aber immerhin habe ich schon 3-mal meine W geskillt, das ist ja wichtig. Habe ich auch schon 3-mal geskillt, mein Spell. Meine E. So, siehst du, jetzt kommt die Mitte wieder, ja? Kommt gerade erst an und ich war schon im Jungle und bin wieder zurück unterwegs auf Lane. Oh, Kampfansage. Hast du schon mein nächstes Item eigentlich, das ich mir schon mal vorbereiten kann? Ja, für dich habe ich mir tatsächlich auch schon eins überlegt und das wird Michaels Schmelztiegel sein. Weil das ist auch OP, habe ich gehört. Weiß man das vielleicht lieber nicht empfehlen? Ja, Angst hat. Also, wo ist das Item? Ist das AD, AB? Ich kenne das gar nicht. Magic Resist. Es ist die Glocke, die einen auf den CC befreien kann. Ja. Ah, dann nicht. Ich sterbe gleich. Noch nicht. Welche Schuhe soll ich eigentlich kaufen? Das ist eine gute Frage. Und eine berechtigte. No comment. Du holst dir Boots of Mobility. Damit bist du einfach. Er will, dass wir alle richtig schnell unterwegs sind auf der Lane. So sieht's aus. Oh Mann, ey, die hat so eine Reichweite. Kommen können, ne? Ja, toll. Und auch wieder gehen. Jetzt habe ich diesen scheiß Dieber von der. Darf ich mir schon auch Schuhe, die ersten Schuhe kaufen oder muss ich erst den GA fertig machen? Nee, dann ich glaube mir, dass du auch die Schuhe holst. Boah, der ist so nett. Ich könnte meine Ulti skillen. Darf ich die jetzt auch nicht skillen? Natürlich. Wie darf ich skillen? Aber Ulti ist ausgenommen aus einer von dieser Must-Skill-Regel. Aue! Du solltest gleich lieber echt weggehen. Gleich. Naja. So, wie das kleine Kind das auch mal gleich sagt. Gleich Mobis und. Da ist sie wieder. Umbrecker. Oh Mann. So, der Mid-Tower wird jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Ernsthaft? Report. Ja. Kann ihn nicht für. Wir kommen auch über Slate, habe ich gehört. Übers was? Über Slate. Kenn ich nicht. Ich meine, eigentlich ist ja tatsächlich die Pavel Bravery noch viel krasser als alle anderen Braveries, weil bei den anderen Braveries kann es ja sein, dass du total Glück hast und irgendein Item dir vorgeschlagen wird, was ja tatsächlich irgendwie Sinn macht, ne? Meistens passt auch ein oder zwei Items, also das ist normal, aber man weiß halt nie, wann das kommt und das heißt, du könntest irgendwie Level 5 dann maximalen Damage Output haben oder auch Level, weiß nicht, Level 15 zum Beispiel. So, ich habe gerade mal die Inaui nach Hause geschickt. Bei Bronze Bravery ist halt, dass man zuerst die Schuhe ausbauen muss und dann nach links und nach rechts die angezeigten Items durchgeht. Das heißt, du kannst Pech haben und das beste Item, das du kriegen kannst, das kommt ganz am Schluss. Ja, aber immerhin kommt ein gutes Item. Bei dir kommt ja wahrscheinlich gar kein gutes Item. Hey, wir haben Umbrecker. Umbrecker OP. Ich hab mir so viel, ja? Also CC Gun. Forever. Ey, ich muss sagen, diese Tentakel von Illaoi sind schon echt. Oh mein Gott, da hat sie mir die Ulti in die Fresse gehauen. Man darf ja jungeln, ne? Bin ich mal auch unterwegs. Ist ja unserem Bluebuff noch klauen, ne? Ich glaube, die ist aber auch gerade unterwegs. Ich habe hier Miss. Vorsicht, Top oder Bot. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Ich bin da im Jungle insofern. Mich lässt nichts an.
Was soll ich als zweites gehen? Ist das egal, oder? Schaden ist schon getan. Da ist es aber egal. Nice. Okay, dann mach ich die Idee. Das erste ist ein Tentakel. Okay, du warst SOP? Totally. Ich meine, deine Mana-Kosten sind ja immens. Ja. So, für die Cooldown-Reduction in dir. Für die Cooldown-Reduction in dir. Nein. Kellogg's Cornflakes. Weg die Cooldown-Reduction in dir. Mein tägliches Motto zum Aufstehen, das ist sonst... Komm ich nie aus dem Bett. So, ich geh mal wieder in den Jungle. Boah, wenn wir in der Multi rausgehauen. Oder ich könnte mal Bot kommen. Ist ja ekelhaft. Das mach ich doch glatt mal. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Und wer macht hinterher sauber? Go, go, go! Hier auf die... Flow. Ich dachte, er kann Flash haben. Oh, da ist eine Ilaoi hinter mir. Was ist hier halt hinter dir? Kumpel, du hast deine Ilaoi verloren. Ja. Ich weiß. Aber sie kommt hinterher. Ha. Du kriegst sie nicht. Jetzt aber. Oh. Komm. Nice. Da wollte ich mal wie immer sehr entgegen. Mit dem E-Bass ins Gesicht. So, was muss ich als zweites skillen? Kannst du nach eigenem Gusto entscheiden. Nach eigenem Gusto? Was denn da los eigentlich? Nee, soweit ich weiß, entscheidet Bronze Bravery auch nicht, was nach dem ersten Skill, der gemacht werden soll, weiter geskillt wird. Nee, das ist auch nicht. Das macht's auch nicht. Und tschüss, lass meine kleine Viva hier schön in Ruhe. Oh, Mika. Da hab ich dich schön ausgespielt, ne? Da weißt du jetzt aber gar nicht Bescheid, was Sache ist. Welche Schuhe soll ich nochmal kaufen? Die Ulti von Poppy ist total geil gegen die Ilaoi-Ulti. Die bremst die total aus, weil du die halt raushauen kannst. Du holst dir die Cooldown-Reduction-Boots. Geil. Also Ash hat keine Ulti mehr hier unten. Mit Blue Buff ist das okay. Auch gut. Down. So, gibt es eigentlich hier nochmal Schild? Ja. Ah ne, das ist nur passiv. Oh Gott, ich schaff's nicht. Ich sterbe. Oh mein Gott, Report. Nein, ich sterbe nicht. Es sah nur kurz Zeit. Ja, ich glaube, die Gegner brauchen echt mal einen Coach, der ein bisschen die Fähigkeiten erklärt. Ich sehe manche. Ja, aber da eigentlich ist der die Laue in der Mitte, die gerade den Turm macht, die ist eigentlich gut genug, um den. Aber es ist eigentlich nicht so gut, wenn derjenige, der die meiste Erfahrung hat, auf einer Solo-Lane geht. Ja, das ist ja deren Entscheidung, ne? Da haben wir nichts mit zu tun. Ja, so, auch wieder. Pavel, nächstes Item. Du holst dir letzter Atemzug und zwar mit der Lord Dominix Verzauberung. Boah, noch mit Verzauberung, ey. Und das ist halt die Ausbaustufe. Welche Verzauberung war das? Aber das ist ja sogar ganz gut. Hör mal, das ist ja ganz nett. Das ist da ja habe ich ja sogar nett. Mal ein bisschen AD-Schaden, das ist ja toll. Rumpel, ich glaube, du solltest weniger in den Jungle gehen und lieber deine Lane deffen. Ja, wenn ihr nie ganken kommt, ich war bei dir schon. Hey. Ja, was denn? Ich war bei dir ganken und hast dadurch einen Kill bekommen. Ich habe von dir noch nichts gesehen, hör mal. Da fehlt aber. Ich muss ganz ja hier gegen. Ich muss gegen zwei spielen, ne? Also. Da fehlt eindeutig ein Gegen. Nein. Ich habe gar nichts Angel gefallen. Ich habe ja gar nichts Angel, da war's halt. Was auch schön ist, wenn ich die Tentakel wegmache, dann fliegt mir der Schild immer direkt zu. Ich sage, das ist Oh, fuck, ich hab ein Problem. Oh, fuck. Oh ja, du bist ja auch... Also, wo bist du denn auch? Ich musste... Komm zu mir auf die Lane, ich komm hier dir entgegen. Oh... Ich hab Angst. Hilfe! Ich kann sie weghauen zur Not. Hauptsache, ich überlebe das einfach noch. Oh, die ist aber... Tschüss. Die kommt wieder mit. Wieso sind denn hier eigentlich alle... Wieso ist der Blue weg? Hast du den weggemacht? Ja. Achso, okay. Ich brauch dir den Blue Buff. Dachte gerade schon, die sind hier... Wo ist denn der Blue abgeblieben? Ja, nee, so gut sind die Dungeon Jungler nicht so. Ich hab schon tausend. Hol ich mir den jetzt. Die Magieresistenz ist ganz gut. Ganz hier Mana... was sollte ich nochmal? Cool damit Action, ne? Richtig. Egal, erstmal Fairy Charms. So, ich komme hier gegen die Ilaoi nicht so wirklich zu Rande, muss ich sagen. Ja. Okay, dann bin ich mal unterwegs. Ich möchte auch, dass ich meinen aktuellen Damage-Peak... Ich habe auch immer noch keine Schuhe. Was sehr unfair ist.
Oder wollen wir einfach mal den Drake machen? Oh ja, können wir auch machen, aber jetzt haut die Alawi hier gerade wieder rein, ohne Ende. Dann komme ich gleich mal gegen. Oh, das wäre total schön. Jetzt, wenn du möchtest, oder? Ja, ja. Die hat, glaube ich, gewardet. Wie die zurückläuft. Ja. Das sieht sehr danach aus. Sicherheit. Egal, wir müssen ich mach die Lane kurz und dann. Da war den Drake. Ja, ja. Top-Lane mit reingepusht, deswegen. Aber jetzt sieht die mich natürlich, wie ich weggehe, ne? Oh, ist ja eh schon weg. So. Aber die kommt jetzt auch. Die kommt jetzt hier. Ich versteck dich da. Bin gerade gesehen. Ja. Warum direkt weggeklommen dann? Ich wollte eigentlich nicht die Ulti auslösen. Das war das Ding. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Nicht aus der Reichweite rausrennen. Einfach angreifen. Einfach die Illaoi angreifen. Aber raus da. Raus aus der Ulti. Ach, fuck it. Oh Gott, oh Gott. Egal, ich hab keinen. Du kommst als Tentakel, du kommst als. Oh, ja. Schade. Oh oh. Oh oh. Ja, ich meine, ich hatte ja auch nichts mehr. So, jetzt kann ich mir aber ordentlich was kaufen. Jetzt habe ich hier richtig Angriffsschaden. Was soll das? Lord Dominics Grüße, ne? Ja, richtig. Richtig. Darf ich mir dann auch irgendwann mal Schuhe kaufen eigentlich? Ja, darfst du dir dann nachholen. Erst wenn ich den komplett habe. Ich glaube dir, die Tier 1 Boots schon jetzt zu kaufen. Ah, das ist total nett. Nee, baut er sowieso nicht. Ja, mit Poppy muss man schon auch so ein bisschen schneller auf den Beinen sein. Out of position! Out of position! Geht auf die drauf! Hey, die ist doch mitten in ihrer Wave. Achso. Was soll ich mir nach Ownbreaker holen? Doch, out of position. Oh mein Gott. Ja, sag ich doch. Du holst dir Siegs Harbringer. Harbringer, oh Gott. Wo finde ich das denn jetzt drunter? Ich spiel auch nicht Support, wisst ihr doch. Leute. Ja, dann muss ich mal ein bisschen verbiegen können hier. Das war ein Scherz. Aber du spielst tatsächlich bei uns in unseren Matchen nicht so häufig Support. Ja und? Liegt auch daran, dass ich meistens vordränge. Eben. Deshalb haben wir hier lauter Support-Builds. Pavel gibt uns ständig irgendwelche Support-Builds hier. Oh, ich geh mal seine Top-Lane oben, dann, dann switchen wir dann mal rum. Gegen die komme ich eigentlich ganz gut klar da oben. Ja, und dein Blue-Buff ist, der Blue-Buff ist auch immer in der Nähe, das heißt, dann kann ich da immer schön. Ich kann gerade ganz gut fahren, weil hier niemand ist, das ist schön. Ah, jetzt kommst du wieder. Nom 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 nom. Das ist eine Kohle. Hätte ich mal als Bild ganz cool. Ist es, ob ich hier auf Wunsch eingehen würde? Nein, klar, Mana ist. Mana hat schon was, ne? Mit Mana kann ich schon, also ein bisschen mehr so Sane Lalene und sowas. Ey. Aber halt die zwei Elis, die sind jetzt gut aus. Und viel Mana-Resistenz. Magie-Resistenz meine ich. Naja, egal, ich gewinne durchs Farmen. Farm. Ah ne, die ist wieder da. Ist wieder da. Ah, shit. Ich hab jetzt schon 120 Rüstung, ey. Oh mein Gott. Ja, gegen Illaoi komme ich hier nicht klar, nicht mit so einem Bild, ey. Ja, ja, gib dem Bild die Schuld. Oh, die Nerven. Das kann gleich mal unten. Ich meine, der Mid-Tower, der fällt jetzt natürlich gleich. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwie unten mehr Druck machen und da ein bisschen uns den Vorteil erspielen. Wir müssen uns den Vorteil von dort holen, wo er rumliegt. So ist das. Ich komme mal jetzt nach unten. Ich komme hier rum und dann von hinten schön auf Leseratte drauf. Ja. Oh. Das ist ja noch eine, die ist viel. Eins. Denkt er, er könnte mir klauen, ey. Das weiß ich ja nicht. Ich wollte saven. Save die hier. Die Laui ist müssen, ne? I'm coming. Ich gelaufen. Hab's nicht geglaubt. Wollte sie aber bekommen. Ich hab nix! Ja, dann mach löse alles aus, was ich habe! Auf dir was Neues!
Kauf dir was Neues. Als ob ich das könnte. Ein YouTube-Money, ne? Hast du jetzt Shadow-Roman-Money? Nee, ja, das auch. Also. Aber nee, ich meine, als ob ich das könnte, wenn Pavel da ist und mir sagt, was ich kaufen soll. Wir kriegen erstmal unser erstes Hammer. Ja! Weil Elaue sich nämlich auf die Mitte konzentriert. Das ist ihr großer Fehler. Da ist sie. Sie sind auf dich fokussiert. Oh, ich bin da, aber ich hab mal. Ja, lieber weg. Ja, kannst du sowieso nichts. Aber wenn die jetzt reinkommt, dann mache ich mir eine Ulti, dann ist die weg und dann können wir die andere wegmachen. Hast du noch deine Ulti? Nee, ne? In 8 Sekunden. Oh, fuck. Wo ist denn Debuff? Bleib weg von mir. Ja. Ich hab die Debuff wieder runter. Du hast den Debuff, nicht ich. Nein, können wir jetzt ein. Ich hab keinen Debuff. Du hast den Debuff, guck mal ja, da. Ja, das stimmt, hast recht. Nein, du hast den Debuff. Das ist meine Mühe. So, was soll ich als drittes Item kaufen, Pavel? ADU vielleicht? Hextech. Nein, Hextech Gunblade. Ja, fast genauso gut. Hextech Gunblade, ach. Das ist auf alle Fälle AD. Komm mal rein, ne? Mitten rein. Oh, okay. Ich komm auch noch. Ja. Und jetzt, dass du mich bemerkst. Oh. Das war mein GA. Ja, das war mein Leben. Ich habe ein GA angefangen. Oh nee. Oh, kriegst du die auch? Ja. Nee, leider nicht. Egal, Hauptsache ich survive. Oh, aber der kriegt richtig Schaden, der King. Ich hab den Debuff. Oh, schade. Damn it. Oh, ich weiß nicht. Was soll ich mir als nächstes Item kaufen? Du holst dir Frühlingskristall. Welche Schuhe soll ich mir ausbauen? Berserker Boots. Berserker. Voll okay. Okay, die machen echt so. Die Turret runter, das ist Das ist natürlich echt, wir haben mehr Schwierigkeiten als sonst irgendwie, ne? Wir sind alle da, wir sind alle da. Bist du wie gestunt? Ich lose doch schon. Ja, meine ich doch. Er ist von Tentakeln verfolgt. Ah, die kriegst du doch, oder? Ja. Bam, 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 bam. Dan, 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 dan. Hallo? Wieso singt keiner mehr? Ja, Gekko hat den Einsatz verpasst. Ich hab eine furchtbare Singstimme. Ja, Gekko ist aber raus. So, ich glaube, wir müssen jetzt ab jetzt zusammenspielen, Leute. Die Lady Phase ist over. Ja, wir sind doch schon die ganze Zeit in einem Spiel. Ey, sag mal, das ist ein Zusammenspiel, du willst. Ja, du hast einen, ich hab einen. Das ist Zusammenspielen. Ja, du hast einen Minion. Ihr seid wie so ein altes Ehepaar, ey. Ey, Leute, hier oben, ne, sind so. 3. Hier sind so die Doppeltentakel-Hentai-Monster. Ja, sollen wir nach oben gehen oder sollen wir die Drake jetzt mal machen? Ja, wie wär's, wenn ihr hier helfen kommt, sonst pushen die hier den Tower. Ich kann hier ja nicht gegen 3 so, ne? Ich glaube ich mit First Max E, ja. Ey, aber die Drake ist der einzige Buff, den wir so richtig kriegen können, ey. Was ist das für eine Ulti gewesen? So, aber prima noch. Ja? Okay. Ja. Da ist auch kein. Ah, ich habe noch. Slowern. Ich hab noch den und ich hab noch den. Chuck! Nach der Wave Drake? Ja, können wir machen. Boah, Leute. Geht mir nicht auf den Piss. Du kriegst jetzt gleich noch einen total geilen Buff von uns. Ja, der ist total hidden und voll OP. Voll umhauen. Ich hab kein Mana mehr. Wenn man den Drake rauszieht, ne, aus seiner Basis, ja, und ich dann die Ulti auf den anwende, wird er dann wieder zurück in seine Basis geworfen. Riven kommt zu euch. Ja, egal, wir mit Drake. Die Lauri und so ist ja auch jetzt weg, ne, also ich hab den Tower halten können. Oh, die Riven nehmen wir. Die kriegt ihr ja wohl. Ja, denke ich auch mal. Nein, was? Okay, du hast... Ja, was? Klar, die ist doch down gewesen, das war doch klar. Delcrox fällt hier oben auf. Großes Schild. Die macht immer das gleiche hier. Voll langweilig. Voll lame, lässt immer noch viele Skills haben. Aber jetzt macht er leider Schaden, das ist das Problem. Ich bin mal weg, ne? Ich auch. Hast du den lieber?
Ja, ich hab ihn jetzt gleich. Jetzt. Okay, ich bin da, zur Not. Du musst die... Du musst den Tentakeln ausweichen, ne? So. Ja, das ist gar nicht so einfach, aber jetzt habe ich Schuhe, damit geht das. So, die wollen jetzt den Tower. Sollen wir den noch halten, oder? Welches, was du als nächstes abbauen sollst, Kumpel? Ne, ich bin noch bei den Schuhen, aber ich könnte da auch schon mal gleich vertragen, ja? Sag mir mal an. Rechtschaffender Glanz. Rechtschaffender Kampf? Glanz. Glanz. So, geslowt. Ah, ich bin gerade gestorben. Ja gut, rechtschaffend. Du kommst wieder, ne? Ja, damit du geschafft hast. Ich glaube, nicht zu killen, ey. Bam, geshutdowned. Warte mal, Glanz? Glanz Blau. Ist doch dieses Schwert. So. Nee, Glanz ist das blaue Schienen. Das ist das, was Mana und... Ja, aber rechtschaffend habe ich hier nicht. Ich habe nur Anrecht der Frostkönigin. Dann habe ich es falsch übersetzt. Ich hab, als Englisch heißt es Righteous Glory. Ah, das ist Righteous oder Glory einfach nur. Ich dachte, man könnte auch die Englischen eingeben. Ja, aber kann man auch. Righteous. Aber ich finde Glory nicht. Das unter Katalysator brauchst du dafür auch noch. Also den Katalysator des Beschützers? Jupp. Ja, genau. Redliche Pracht? Redliche ja, Pracht, genau. Das ist es. Toll, Righteous das bringt mir ja gar gut. Nichts, Alter. Ruf mal Speed, ne? Du sollst halt rein können. Na gut. Wie war das Blade of the Runekeeper Bot kaufen, ne? Nein. Du brauchst ein neues Item. Ich glaube, er reitet die Hexe. Ich glaube, Pavel hat Spaß gerade. Wie kommst du darauf? Geht erstmal Mitte, ne? Dann mache ich hier oben kurz. Ich mach mal ganz kurz Bot und dann komme ich Mitte. Hallo Riven. Die, noch Riven. Die Seite von mir. Oh, da ist noch eine Ash. Ja, die ist aber wieder bei mir. Ah. So, ich komme jetzt zu euch. Ash kriegen wir. Meine. Danke. Oh, da ist noch eine Illa-Eule. Riven. Oben. Ne, nicht nur Riven, da ist auch. Ja, die eine davon kann ich weghauen. Eine davon kannst lassen du weghauen. Das sind die Riven verkloppen. Die Illaoi hat zu viel Leben. Wen soll ich weghauen? Ups. Ich bin gleich tot, ne? Nur so. Ja. Also du bist auch gleich tot, aber. Ach, den Tentakel hauen gut rein, ey. Oh, Rumpel geht full Akro. Full RIP. Ich dachte, ihr seid noch da. Ja, wir sind ziemlich schnell down halt. Ja, genau. Jetzt weiß ich. Alter, gegen diese scheiß Illaoi kommt man halt einfach nicht an. Die müssen wir irgendwie, ich glaube, ich muss die Illaoi weghauen und wir schnetzeln einfach alles andere weg. Nur so geht's. Ich habe jetzt gerade einfach so schnell weghauen. Hm? Mit meiner Ulti meine ich. Also, dass die halt nicht mehr im Kampf ist und dann schnetzeln wir die anderen weg. Ach so, ja. Und das habe ich gerade nicht gemacht. Ich habe gerade irgendwie den ihn hier und ich glaube, die Sivir oder so weggemacht. Ah, wir können sie eigentlich. Ich habe nur keine Ulti. Oh. Ja, ich bin ja, ich poke dann einfach mal. Bin in 6 Sekunden wieder da. Hab dann aber keine Ulti. Oh, sehr schön. Oh, sehr, sehr schön. Ich bin unterwegs. Ich versuche wieder Seiten zu geben. Achso. Wir jagen. Achso, ja, das ist. Ich die Laue weg, oder? Ich kann die wenig nutzen. Los. Bin Mika jetzt auch ins Spiel? Ich geh hier rum. Ja, absolut. Passt. Noch einmal! Sloan! Lauft! Und jetzt ist es Slow drauf. Ich tank ein bisschen. Oh! Das war ein Teamplay for the win. Sehr gut, jetzt die Ash. Welche Ash? Achso, welche Ash? Die vom Gegner. Achso, ich dachte unsere. Schön, dass ich keine Crit-Chance dazu geben. Nice. Brauchst du nicht, oder? Einen großen Fünfer. Ach komm schon! welches Item als nächstes? Hey, Auge des Wächters oder Ei auf dem Unfassbar. Noch so, welches davon nochmal? Das Auge. Ei of the Watcher. Eye of the Tiger. Die Ash da. So, können wir jetzt einen Mid-Tower mal machen? Wie wär's? Ich sehe die Hälfte. Ah, oh, komm, hinter euch! Das ist der dritte hier und Elau ist auch schon wieder da. Willst du dir an. Willst du da drauf gehen? Migo, Migo, Migo! Ich hab den Damage bekommen.
Ey, ich mach da ja übelsten Schaden, Mann. Heilige Fresse. Ja, Fresse. Das ist gut. Aber die haben immer noch ihren Tower da. Mach mal lieber ab, Migo. Lohnt sich nicht. Guck mal, die beiden. Ich glaube, mit Jungle Farm kann man viel erreichen. Sam kommt hier zu nah. Nee, kommt nicht. Der Drake ist übrigens ab. Wir müssen hier Mitte. Ja? Oh fuck. Oh fuck. Tower Deppen. Tower Deppen. Ich muss immer hier die scheiß Dings loslaufen, den Scheiß. So, ich hab wieder ein bisschen Leben. Nein, ich brauch den. Oh Gott. Oh. Wie viel Geld eigentlich auch sowas wegrenzen? Gott, ey. Ja, so wenig. Auf die Ila, oi. Ich porte eben weg und dann guck ich noch den rein, den ich darf. Ja, wir sind tot. Du bist tot. Ja. So, ich hab die Pracht. Was soll ich, was darf ich als nächstes kaufen? Ja, die das. Viele Portale. Also, das ist das Rot-Portal. Letzte Rot. Was darf ich kaufen? Das ist sogar ganz gar nicht so schlecht. Kommando-Banner. Nice! Ey, der Pavel, der führt uns doch zum Sieg am Ende. Durch sein Item-Bild. Es ist ein völliges Nicht-Meta-Item-Bild. Nice! Das ist nur oh, kriegt sie bitte! Ja! Ja. Nice! Fort mit euch! Hinfort! Den Clans habt ihr gesehen, der dir Leben gegeben hat? Okay, das ist aber echt wesentlich schwerer als sonst. Ich glaube, wir sollten das immer so machen. Das nächste Mal mache ich auch richtiges Bronze Bravery. Was heißt denn das? Richtiges für dich? Also, sicher die Seite aufmache. Mit der Seite, ja, okay. Ich kann nur noch diktiere und nicht nach eigenem Gusto entscheide. Gusto. Mag mich nicht. Lass uns mal den Drake machen. Ja, das ist mir wichtig. Ja, ich bin auf dem Weg. Warte, die kommt zu mir. Hallo. Oh, aber das ist auch Hilawi wieder da. Also, Vorsicht. Imperator Migos on the way. Toll. At Flash. Toll. Die kann auch nicht entscheiden, für welche Seite. Ey, das Schöne ist. Man kann ja mal so rumlaufen. Die machen Drags, ne? Also wir müssen. Ja. Ich glaube, das hält besser. Sam? Ja. Raus aus der Ulti, raus aus der Ulti, raus aus der Ulti. Nicht in der Ulti fighten, Rumpel. Du hast die so weggekickt, den Ulti. Ja, weil ich dachte, dann macht die wenigstens meine Seele nicht kaputt. Oh, ich glaube, der Drake ist hinter mir her. Ich muss mir noch eine Ulti. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schade. Der Drake ist ab, sagst du? Ja, der Drake ist sowas von ab. Na dann ist er echt down. Kriegen wir den? Logger. Logger. Ich hab kein Ward mehr. Ich hab hier gewardet. Ja, dann genug Wards gesetzt. Ja. So, lass mich mal da tanken. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin geil, wer tankt. Die kommen. Ja, wir schaffen das aber noch. Smite, Rumpel, Smite! Ich hab kein Smite, du Vogel! Ey, ich bin Vogel, diesmal nicht. Oh. Jago geht deep. Ich bin der Tank. Ach, ihr habt vor allem alle kein Leben mehr, ihr Vögel. Ja, so, du hast schneller. 30, 40 Rüstung. Ach komm schon, ich war aus der Ulti raus! Muss da reinspringen. Oh, das ja. Gibt's nicht, Heidi. Ich hasse sie. Hilawi ist einfach ein furchtbarer Champ. Hat er noch eine Passive? Ja, schön. Ich habe noch einen Assist bekommen. Alter, ihr habt so wenig Leben, ihr beide. Ich hatte meine Ulti an, deswegen habe ich so wenig Leben gehabt. Aber. Bäm. Oh, da kommt der Schuld. Ja, klappt dann nebenso auch vorbei. Jetzt habe ich Rüstung. Oh, wir sollten nicht gehen, mal schnell Base. Oh ja, die Ash. Oh ja. Ah, die Lok's noch neben zu dir. Ah, das sind die Calls, die halt normalerweise oft gefehlt haben bei dem Loop-Matches, ne? Jetzt zur Rüstung, zu gehen. Ne, so Split-Push und sowas. Ja, stimmt, das habe ich noch nie oft gesehen. Ja, aber da hilft kein Flash mehr, der Migo ist hinter dir her. Bom! Bom!
Bumm. Ecke, ich komm zu dir. Ja, ich bin ein bisschen am... Die sind aber... Sind die ohne... Die sind ohne Elau hier unterwegs dort. Das ist Elau ist cool. Auch noch tot. Ja, dann go, go. Das ist so abartig. Ich muss aber mal wieder weg. Ich hab 3000 Gold, Junge. Ja, aber, was komm, soll ich als letztes mit, Item holen? Was? Kommst du mal mit? Ich hab doch nicht mehr so wenig Leben. Ich hab 3000 Gold. Ja, aber ist doch was egal. Weg? Da sind da alle hier unten, die Sam und alle. Guck doch mal. Ich auch da unten. Na gut, dann komm ich halt mal mit. Ich weiß auch nicht, worauf die gewartet hat. Wie kommt die? Ja, die lau ich da, ne? Ja, jetzt ist sie da. Pass auf, die holt die auf. Oh, ich sauber. Rausgehauen. Nice. So. So genau geht man mit verdammter Elaui um. Man haut sie weg und das Weltall kicken. Geht einfach weiter. Dum. Hey, oh, ich kann gestand ja weiter tanzen. Nice. Ja, das ist, man kann immer wenn man tanzen. So, ich könnte sie unter ihren eigenen Tower kicken. Sie hatten die Ulti schon wieder ab. Nein, ja, das ist ihre Ranziehen. Die Ulti hat sie noch. Ach schon. Ach, dann hab ich den Debuff. Wow. Ja. Mir kriegt sie nicht mehr tot. Oh, Alter, den Debuff hat sie nicht. Ah, die und fightet zu lang unterm Tower. Wir müssen da raus. Wirklich. Ich kann dir nicht helfen, Gengo. Ja, aber nicht. Hm. Ich kann nicht großartig helfen. Boah. Ich hab dich geultet, ich hab dich geultet. Okay. Ich hab keinen Mana, ne? Also du musst da alleine bekommen. Sauber! 100.000 Damage bekommen. Und wir haben sie lang genug aufgehalten, damit Mitte gepusht wird. Kommando-Banner. Phantom Dancer sagtest du, ne? Richtig. Ach, shit. Ja, lieben ist das bestimmt, ne? Command. Ah ja, genau. Was Banner auf Command. Achso, ja, das ist im Vorteil. Was soll ich mir danach kaufen nach dem Kommando-Banner? Ende der Weisheit. With's End. Dum. Ja, richtiger Textbeat hier. Magieresistenz. Das wird lustig. Magieresistenz bringt irgendwie so gar nichts, außer gegen Vel'Koz. Ja, was soll's. Ein fast Fullbild, das lohnt sich. So, die wollen Bot. Kriegen wir denn jetzt mal ein paar. Ah ja, du holst jetzt Vel'Koz oben, ne? Jupp. Und danach? Was ist der Plan? Mitte? Bot? Oder was? Ja, eigentlich ist es ziemlich egal, wie Mitte. Wir könnten Bot rausnehmen. Top und Bot sind sehr low. Ich weiß nicht, ob die. Der Vel'Koz, sollen wir da entgegenkommen? Naja. Ja, der braucht das dauert zu lange, sonst. Ich komme nur entgegen. Ich kann auch den Kill geben. Die sind immer noch hier unten. Oder nur ein Assist? So, sollten wir bekommen, ja. Oh Gott. Dann gehen wir unten. Bombi, du solltest aufpassen. Da könnte gleich noch Elaui auftauchen bei dir. Ja, die machen mich jetzt auch weg. Da ist leider meine Ulti komplett daneben gegangen. Oh. Ich schnell in die Mitte. Dieses Rumspringen ist halt nervig. Elaui habe ich hier. Er macht halt einfach so keinen Schaden. Mit dem Hallo? Bild. Weil die Laui da war auch sonst nichts. Was? Ich hab die Ulti gedrückt. Okay, sauber. Ja, Mitte, Nico. Ja. Jojo. Irgendeinen bestimmten Trank, den ich holen soll? Das Eisen. Ey, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten. Das wären die ersten Noobs, die uns dann besiegen jetzt, ne? Übrigens. Naja, wir sind ja auch stark gehandicapt, ne? Ja, dank, Ja, ich bin das geschützt und das ist noch Arsch. Freundes. Boah, mach die mal fertig, wir müssen die töten, ne? Oh, Opel, du solltest rauskommen. Ja, ja, ja. Du hast den bisschen genug. Aber jetzt nochmal ranschlagen irgendwo? In die Wand? Das ist gegen die Wand. Oh, das war keine Wand. Der will sich wieder hochhalten auf die Tentakel. Wahnsinn, ja. Das ist ja der spannendste Fight, den ich jemals gesehen habe.
Boah, geht die jetzt mal endlich down oder was? Nein! Ich fass es nicht. Lauf, bitte mach die jetzt. Ey, die halten sich halt so krass wieder. Schuld. Die muss wieder unten deppen. Vorsicht, da kommt auch einer, ne? Leider nicht helfen. So. Top 9. I'm leider down. Ich hab immer noch nicht das Portal. So. Hab hier jemanden? Ja. Jetzt musst du aber hier mal verteidigen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Leider nicht auf Geister teleportieren, aber ich denke, du musst die Mitte deppen erstmal. Wir brauchen halt irgendwann einen Ass, damit wir mal ein bisschen Tower durchpushen können. Wir hätten vielleicht einfach im Midgame irgendwo eine Lane richtig hart reinpushen sollen, das ist am meisten, glaube ich, gebraucht. Oh Mann, ey. Ich hätte keinen Schaden. Das ist ja so schön. Ja, ich auch nicht. Das muss schon hart bitter sein. Nee, Alter, wie lange ich jetzt brauche, um so einen Super-Vasallen runterzukloppen? Jupp. Macht keinen Spaß, also keinen weiteren Inhibitor bitte verlieren. Definitiv nicht. Gut. Aber wir kriegen jetzt ein bisschen Geld. Aber jetzt sind sie natürlich auch alle wieder da, ne? Nein, Ash ist noch 40 Sekunden tot. Aber Ash, jetzt müssen sie Lowe, ey. Echt eine Pestbeule. So, der Drake ist ab, ich kann mal danach schauen, ob ich den alleine machen kann, aber noch wieder rausrollen. Ich brauche einfach so lange, um hier die Wave zu clearen. Das ist Wahnsinn. Oh, sie machen den gerade. So. Kriegst du den denn, ne? Ah, jetzt stirbst du, oder? Nein, nein. Roll wieder raus. Rein, roll raus. Ich hätte ihn gerne bekommen, der einen Champion auto-attackt. Ach, den Buff dringend, weil der gibt. Wir haben ja immer noch in der Mitte übrigens Probleme. Wir haben jetzt zwei. Ja, wir müssen dann zu viert Bot. Vor dem. Bei der einsteigen vielleicht. Aber die haben auch Elawi dabei jetzt. Ne? Die wollen unbedingt jetzt. Ich kann der Mitte einen Banner auf Command geben und dann können wir. Gleich den Bot entdecken. Ich mach halt keinen Schaden. Wir müssen da jetzt ran. Pavel, ich mach keinen Schaden! Mach was dagegen. Ja. Also Leute, ihr müsst jetzt hier unten. Ja, ja, ich bin unterwegs. Jetzt kann, hau ich die Laudi weg. Auf die Freundschaft. Nein! Achtung! Haltet gerade 4 Spieler von euch ab. Ja, ich kann aber. Ja, ich brauch die irgendwie auch, ne? Rumpi, geh weg. Ich mach das hier. Ich halte die hier. Ich kann wieder dazukommen. Jupp. Ich hab jetzt den Rest weg gemacht. Ich kann sie auch stunnen. Auf dem Weg gehen, die Tafel gerade. So, genau. Jawoll! Jetzt ist er durch. Dreschen eigentlich. Botlane eigentlich. Midlane, fuck Midlane. Ich geh Midlane, macht ihr weiter. Pusht ihr Toplane. Teleportiert dich Bot. Ja, teleportiert dich top und dann. Okay, dann push ich Bot weiter einfach. Genau. Ob ich hast du mittlerweile das Portal zusammen? Ja, ich hätte es zusammen, aber ich müsste jetzt erst einkaufen gehen. Aber auch 4700 Gold, ey. 3000. Das ist der Trank der Wut kaufen, genug. Ah, das ist gut. Wir haben noch eine Chance. Das passt auch super. Natürlich haben wir noch eine Chance. Wir dürfen jetzt bloß nicht alle kaputt gehen. Ash, Vel'Koz und Riven sind wieder da. Die Frage ist, wenn wir jetzt noch weiter pushen oder nicht mehr, ne? Ilaoi braucht, na, die hat, Die Sivir ist da. Ich kann die Sivir, ne, ja. Die Frage ist, ob wir jetzt alles so behalten müssen oder ob wir jetzt irgendwann verkaufen dürfen und uns richtige Items holen. Nee, so nee, kurz nee, bevor nee, die gewinnen halt, dann nur einmal so richtige Items holen. Aber du meinst dann trotzdem noch die Gewinners oder richtig reinhauen? Nee, nee, dann richtig reinhauen und die. Nee, das also ich werde ja schon führen, ne? Ich wär's wohl. Nee. Und danach wieder verkaufen und die anderen kaufen. Ja. Jetzt sag bloß, ihr seid mit meinem Item wirklich zufrieden. Ja, es gibt doch leichte Unstimmigkeiten.
Hast du irgendwie Items, die ich tauschen darf? Nee, Vetus kann ich dir nicht geben, du hast zu viele Kills und zu wenig Tote. Zu viele Kills und zu wenig Tote, kann Ash, gar nicht sein. Ash ist hier. Oh, oh. Ich komm dir entgegen. Roller davon. Nice. Alter, dieser Schaden, den ich da mache, ne? Wir müssen dringend das Split pushen, weil die Illaoi. Wir können gegen alle antreten, nur gegen die Illaoi nicht. Ja, also ich mache. Ich versuche schon, aber jetzt sind hier zwei unten und das ist mir zu. Mit dem Schaden, den ich mache, ist mir das zu. Ich komme halt komm zu euch. Ich komme zu euch, ich kann die Illaoi weghauen zur Not, dann können wir die anderen wegmachen. Ja, dann. Aber die Illaoi ist das halt nicht das Problem, genau. Kann ich auch eben die Botlane wegrasieren. Ja, ich hab eine Idee, wir machen Split Push. Wir müssen das halt gucken. Ich auch grad eben schon gesagt. Dann gehe ich von hinten, versuche. Hier ist die Laserratte. Ah, oh, die ist Power Dive. Power Dive, oh Gott. Illaoi ist Top Lane. Müssen sich jetzt entscheiden. Macht ihr Botlane da richtig Druck? Passt ja, machen wir. Ja. Wir haben gerade alles weggemacht hier. Sauber, dann. Wir haben noch keine Minions, müssen Minions ranholen. Stimmt, aber jetzt ist hier noch die nächste, aber die kann ich nicht. Ja. Ah, da kommt sie. Anschleichen. In einem Tower. Es kann angehen, dass Illaoi backdoor möchte. Ja. Go. Oh, ich probiere. Du machst das? Ja. Ich mach den Tower, ne? Ja, die macht ganz schön Schaden. Hast du das gedefft oder brauchst du den? Den Inhib hat sie, den zweiten. Sie kriegt die Inhibs. Dann komme ich zurück. Das ist zu viel wert. Okay. Dann komme ich entgegen auf der Lane, wenn die fliehen will. Ich bin mir auch gleich voll. Bin auf dem Weg. Ich gehe jetzt dorthin. Laut. Ich kann sie halt permaslauen. Aus den Tentakeln einfach raus. Ja, weil die heilen sie halt, das ist gefährlich, ja. Oh fuck. Ja, okay. Easy. Okay, Mitte. Jetzt kriegen wir es hin! Jetzt geht's los! Wir werden rasiert. Ich tank das mal. Ah, sehr gut. Ich mach trotzdem. Oh, Breaker! So, wir holen uns in den ersten Inhibitor, da sind die Vasallen auf. Oh! Aber scheiß drauf! Okay, Deku stirbt nur einmal im Jahr. Nein! Ich mach gerade den Angel. Ja, wir müssen irgendwie eine Lane rausnehmen. Die zusammen machen das Tor immer noch genug Schaden. In 13 Sekunden ist Illaoi wieder da. Die hat Teleport, die hat hier ein Ward gesetzt. Die Laserratte ist immer noch hier. Oder wollen wir den Drake machen? Kannst du da nochmal zurückgehen, Vigo? Du kannst ganz gut defen einkriegen, weil du TC hast. Ja, aber den Inhib kriegt sie wahrscheinlich dann. Okay, dann ich zur Nutzung. Lass uns den Drake noch machen. Nee, Riven kommt, lass die Riven abfangen. Und Toplane kommen die Super Minions, Leute. Passt bitte auf und weg. Kriegen wir die auch noch? Ja. Illaoi ist ja da. Kannst du verlangsamen? Ja. Illaoi ist bei uns. Illaoi ist bei uns, ja. Dann haut ab, probiert abzuhauen. Ja, gut. Und tschüss, ja, Gecko. Ich nein. I died inside. Okay, die Illaoi hat nicht gebackt, dort ist ganz gut eigentlich. Ah, das war ihr vielleicht eine Lehre von gerade eben. Ja, ja. Die ganz viel Angst bestimmt vor uns. Rumpel, bist du bereit für dein letztes Item? Ja. Achso, ja, ich hab 5000. Ja, sag mir mal. Titanische Hydra. Jawoll, oh. Jetzt wird rausgerippt. Oh, die kommt in der Mitte. Welchen Trank soll ich mir nochmal kaufen? Den, der Damage gibt, oder? Ja, das ist Zorns. Ich brauch ganz dringend hier Hilfe. Ich hab nämlich kein Mana, um sie. Zorns? Okay, das ist was Damage macht, meine ich. Ich komme. Ja, ich hab 20 Sekunden. Okay, die macht ihn einfach weg. Aber ich stun sie jetzt. Ja, unsere Top-Lane wird reingepusht. Okay. Soll ich sie raushauen? Oder nein, weg? Ja, hau weg. Hau sie weg. Also.
Ich möchte ein anderes Item haben. Gib mir ein Item zum Tauschen. Können wir jetzt das Item mitwechseln? Wir müssen kurz mal verlieren. Bitte. So. Ey, Leute, Leute. Ja, ich muss mir ein Item holen. Die anderen auf dazu kommen, die machen viel mehr Schaden. Ey, du solltest lieber nur die Illaoi angreifen, die ist nicht. Ja, die nein. Haben das. Die haben das. Nein! Nein! Ah, wir haben es bis zuletzt versucht auszuhalten, aber es ging nicht. Ja, fast, wir brauchen auch eine bisschen advancedere Taktik gegen sowas. Naja, vielleicht gegen sowas mit den müssen. Builds einfach, ja. Ja, das ist halt, also ich meine, 3 gegen 5 ist halt das Problem im Late Game, deswegen müssen wir eigentlich im Mid Game irgendwie Druck machen können, sodass sie halt nicht die Chance haben. Ja, und den Vorteil, den Vorteil an Levels bekommen, und den habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gehabt. Die Illaoi war vor mir, obwohl wir zu dritt waren irgendwie. Naja, du bist ja 1 gegen 1 in der Midlane, da hast du natürlich einen EP-Vorteil. Ja, aber also dann wäre halt irgendwie Ganks oder so, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ja, nee, aber wäre eine Möglichkeit gewesen irgendwie. Versuchen da nochmal was rauszuholen. Aber wir werden aber öfter teamen müssen und dann einfach eine Lane durchpushen. Und dann Inhibitor früh zunehmen. Ich glaube, es war trotzdem ein spannendes und lustiges Match. Ja, auf alle Fälle. Okay, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.